Hi Leute, heute dachte ich mir, ich quatsch mal kurz mit euch. Es ist zwar schon ziemlich spät, wie ihr wahrscheinlich in meiner Stimme hören könnt. Also ziemlich spät, es ist 10. Aber wenn man schon lange auf ist, ist es ziemlich spät. Und zwar wollte ich euch einfach mal erzählen von meiner Erfahrung. Ihr wisst ja, ich mache eine Ausbildung als, oder wenn ihr es noch nicht wisst, jetzt wisst ihr, ich mache eine Ausbildung als Behindertenbetreuerin. Und Teil davon ist aber auch, dass man in Pflegeheimen mit Menschen, die keine Behinderung haben, also wir hatten eine Führung, wir machen auch ein Praktikum oder haben wir schon gemacht. Und ich denke mir, es ist so oft eine, oder auch von mir her, so eine, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, einfach eine Berührungsangst da, was echt komisch ist, weil ich weiß nicht, es. Ich denke mir, ich weiß dann nicht, was ich mit ihnen reden soll, oder irgendwie im Endeffekt reden sie eh von alleine und du kommst voll rein. Aber es ist irgendwie witzig, diese Angst, die trotzdem noch da ist, auch wenn man sie nicht ausspricht, aber stellt euch mal vor, ihr seid einen Tag eingestellt in ein Altersheim und arbeitet jetzt dort. Würdet ihr gleich wissen, wie ihr mit den Leuten umgeht oder nicht? Ich meine, für mich ist es echt einfach, mit Menschen mit Beeinträchtigungen zu arbeiten, weil ich bin das mein Leben lang gewohnt. Ich habe einen Bruder mit Beeinträchtigung, ich hatte eine Schwester mit Beeinträchtigung. Und für mich war das jetzt nichts, was irgendwas Besonderes ist, sondern das ist halt so und ist ganz normal. Witzig, normal, wieder so ein Wert, wo was ist normal? Es ist halt, ja, wurscht. Ein anderes Thema. Im Endeffekt gibt es nichts, was normal ist, weil sogar der Überstreber ist nicht normal, weil, ich weiß nicht, der Norm entsprechend. Und es ist irgendwie so witzig, weil wir hatten einen Mann, der ist rausgekommen aus dem Zimmer und sagt, ja, wir haben gerade eine Führung und so, und dann hat er erzählt und hat gesagt, ja, und das Zwutschgirl wird auch erwachsen, also Zwutschgirl heißt auf Wienerisch das Baby oder halt das Säugling, und er sagt, ja, wieder hinten und wir schauen alle und er so, ah na, das ist her, Alter. Und wir haben alle voll gelacht und es war irgendwie, das Eis war voll gebrochen und es war echt chillig und ich habe ein Haar, es tut mir leid. Ich denke mir, es ist so witzig, weil wir auch an uns selber arbeiten müssen, diese Berührungspunkte, bei denen wir Angst haben, die eigentlich lächerlich sind, wenn man sich drüber nachdenkt, weil irgendwann werde ich auch ein alter Mensch sein. Irgendwie, wie man so diese Berührungsangst verliert, ist voll witzig und wirklich interessant. Und ich freue mich, ich werde einen Monat lang in einem Pflegeheim hoffentlich arbeiten, wenn es alles gut klappt. Wahrscheinlich schon. Und ich bin schon so gespannt auf die Zeit, weil ich weiß nicht, es ist was anderes ist. Genauso wie alle dann sagen so, was, du arbeitest mit Menschen mit Beeinträchtigung oder Menschen mit Behinderung und boah, ich könnte das nicht und voll cool. Und dann denke ich mir, okay, das sagt ein Kindergärtner zu mir. Ich finde Kinder urtoll und ich mag sie alleine oder sonst oder in kleiner Gruppe oder was. Aber wenn es dann urviele sind, dann wird es mir, glaube ich, zu viel. Ich weiß nicht, das ist irgendwie was anderes als Menschen mit Beeinträchtigung. Und es ist einfach voll witzig, finde ich, weil es eigentlich jeder so seine Stärken hat. Und das, was seine Stärke ist, nimmt man meistens als selbstverständlich, weil das ist ja eh normal. Zum Beispiel Menschen mit Beeinträchtigungen könnten auch nicht alle damit arbeiten, wurde mir schon erzählt. Und ich denke mir, ganz normal, ist ja nichts dabei. Und genauso ist es bei anderen Dingen. Ich glaube, dass wir einfach unsere eigenen Fähigkeiten wertschätzen sollten und auch die von anderen. Ich denke mir, das kommt oft leider nicht so rüber, weil irgendwie habe ich schon oft gehört, wie andere schlecht gemacht haben mit, ja, der macht ja nur das. Und ich denke mir, hey, das ist genauso Arbeit. Oder zum Beispiel, gehen wir nochmal zurück zu Menschen mit Beeinträchtigung, dass, wenn der ein Problem damit hat, dass er diesen Pulli nicht anziehen will, das ist genauso ein Problem für ihn. Ist genauso schwer für ihn, wie wenn ich zum Beispiel jetzt plötzlich 1000 Euro Schulden hätte. Also die Relation ist für uns anders. Aber im Endeffekt, wenn man drüber nachdenkt, ein Problem ist es. Für jeden. Der weiß auch nicht, wie er jetzt damit umgehen soll. Wenn er es nicht artikulieren kann oder irgendwas. Und keinen guten Betreuer hat, der ihm das nicht irgendwie versteht. Genau. Auf jeden Fall, ich glaube, mein Kontext von diesem ganzen Nachtgequatsche ist, schaut auf eure Fähigkeiten, versucht die Sachen, wo ihr Berührungsängste habt, darüber nachzudenken, ob die wirklich so schlimm sind oder vielleicht die Möglichkeit habt, dass ihr
dass ihr das ausprobiert und dann wie bei mir halt erlebt, hey, ist ja eigentlich eh cool. Genau, das ist das, was ich euch heute mitgeben will und ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag oder was auch immer es bei euch ist. Ciao.